Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon für die Nintendo Switch. Wir haben jetzt gerade den ersten Arena-Trainer besiegt und machen uns auf den Weg zur Route 3. Oh, was passiert hier? Hey, hey, du da! Du bist doch dieser Shansen, oder? Ja, genau. Ah, ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf, Alabastia, zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten schauen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Ich bekomme 5 Superbälle. Ich habe sie verstaut. Die Dinger sind super, die haben eine höhere Fangquote als normale Pockbälle. Aber was ganz anderes. Das ist doch ein Pockdex, oder? Dann hat mein Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit ging man noch mit Bleistift durch die Gegend und hat auf einer Karte rumgekritzelt. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Yes, eingehüllt der Fatzke. Weg. So. Gut. Pockbälle haben wir. Wir haben auch ein bisschen Geld verdient. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall uns mal ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen ausrüsten. Huch, wir sind irgendwie verkehrt. Wir müssen hier oben raus, ne? Genau. Wir bräuchten nämlich auf jeden Fall noch ein paar Bälle vielleicht. Aber das Wichtigste ist erstmal unsere Pokémons heilen. Also, einmal zum Kaufmann. Bam. Hallöchen. Was möchtest du haben? Ich will was kaufen. Und zwar kaufen wir uns einmal ein paar Superbälle. Da nehmen wir mal 5 Stück von mit. Yes, nehmen wir. Hier, bitte sehr. Vielen Dank für den Einkauf. Keine Ursache. Ab in die Fangtasche mit. Und ich nehme auch Gegengift mit. Denn in dieser Gegend gibt es auf jeden Fall Viecher mit Stacheln, die einen vergiften können. Und da macht Gegengift schon ein bisschen Sinn. So. Den brauchen wir nicht erstmal. Erstmal nicht. Nö, danke. Was kann ich denn alles bei dir verkaufen? Wollte ich mir gerade ein. Etwas verkaufen? Boah, nicht so richtig viel, ne? Das wollen wir, können wir später nochmal machen vielleicht. So. Bin wunschlos glücklich. Lass mich raus. So. Unsere Pokémons müssen einmal ein bisschen geheilt werden. Denn der Arena-Kampf hat ein bisschen geschlaucht. Nicht viel, aber so ein bisschen. Deswegen machen wir den einmal heilen. Yes, mach sie fit. Nursery. Danke fürs Fitmachen, bitte. Blump, 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 blump. Ja, das ganze Pokémon ist natürlich ein einfaches oder ein etwas vereinfachtes Stein-Schere-Papier-Match-Game, kann man sagen. Denn viel anderes macht man nicht. Die Elemente haben gegen die Vorteile, die Elemente haben gegen die Vorteile. Aber es macht trotzdem Heidenspaß und man muss trotzdem ein bisschen überlegen später. So, wir gehen jetzt hier raus. Das müsste Route 3 sein. Ich meine, ja, genau. So, Route 3. Guck mal, da oben ist noch ein anderer Typ, den schnacken wir mal an. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Na, dann komm, zeig mal, was du kannst. Du Spacko. Klar will ich das. Legen wir los. So, gucken wir mal, was für Pokémon wir haben. Er kommt ja wahrscheinlich mit einem Pflanzen-Pokémon. Bisasam. Super. Den müssen wir also ein bisschen platt machen. Los geht's, Tim. Gut, wir machen gleich mal einen Tackle, um mal zu sehen, wie viel Schaden wir mit dem machen. Ja, das Problem ist, wenn er seinen Ranken einsetzt, nicht so schlimm. Aber sobald er seine Samen einsetzt, sind wir ein bisschen gearscht, weil er uns dann immer mehr und mehr Leben klaut. Deswegen müssen wir ihn so schnell wie möglich Leben runter machen, damit er nicht immer wieder Ranken hieben. Machen wir ruhig, soll er ruhig machen. Stört uns nicht. Und wir machen noch schnell den, damit wir ihn wirklich schnell runterbekommen. So. Ja, aber setzt nochmal Rankenhieb ein. Soll er ruhig machen. Wir verlieren zwar Leben, aber das ist egal. Zack, haben wir ihn. Gegner wurde besiegt. Er könnte auch seine Samen einsetzen und so sich immer wieder Leben von uns holen. Das macht er aber nicht. Oder beziehungsweise hat er nicht gemacht. Oh, Pikachu. Ist auch wieder hoch. Ratzfatz auch. Energiefokus.
Nofensa ist auch auf Level 9. Trainercoach findet es wohl wichtig. Du hast dich gut geschlagen. Du gewinnst. Kohle von mir. Danke. So. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainercoach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Ich bekomme einen Beleber. Die kann man, glaube ich, ganz gut nutzen. Wenn dein Pokémon komplett K.O. ist, kannst du den wiederbeleben damit. Wie der Name schon sagt. Beleber kannst du einsetzen, wenn einzelner Pokémon besiegt wurde. Das hilft es denn und ist wieder oben. Ein Trank hilft nämlich nicht so richtig. So, wie gehen wir hier runter? Da. Oh, eine Göre. Starrst du mich so an? Ja, so sind Frauen, ne? Kaum guckst du, kriegst eins ins Maul. So. Mirapla. Okay, ah, okay. Was für Level hat die? Level 6? 5? Ah, kriegst du. Machen wir auch einen ganz normalen Tackle. Ich meine, in Route 3 findet man im Wald auch noch ja, ist mir egal. Findet man noch einen Shop, oder beziehungsweise kein Shop, aber auf jeden Fall ein Medizincenter. Da können wir uns gleich wieder heilen. Deswegen müssen wir jetzt gar nicht viel großartige Sachen nehmen. So. Ich habe keine Lust mehr. Hier, du gewinnst 120 Geld von mir. Und dein Pockbälle auch. Ich gehe im Bügel jetzt mal einen Rock. So, geh du mal bügeln. Guck mal hier hinten, was hier noch gibt. Hier sehen wir noch meinen Pockball. Geh nur mit. Drei Pockbälle. Pokebälle, Pokémon, Pokebälle. Poke oder Pock? Ich sag, das ist ja eigentlich egal, ne? Pokebälle. Gut, noch Pokebälle dazu. Hört sich besser an. So, ihn schleichen wir uns vorbei. Warte mal. Und klauen uns die hier kurz. Ein Trank. Und die Medizintasche, gut. Also, er wird da uns da oben jetzt ja eh angreifen. Also, egal wie wir uns vorbeischleichen. So. Man könnte auch hier sich dran vorbeischleichen. Aber es wäre natürlich auch nicht schlecht, die Kämpfe mitzunehmen. Aber lass mal gucken, ob wir hier irgendwas, ein wildes Pokémon finden hier irgendwie. Guck mal da oben, da ist ein Vögelchen. Ein Habitak. Den können wir vielleicht fangen. Ah, warte nochmal. Ah, ich muss ein bisschen höher halten. Warte. Ah, okay, das war ein ganz, ganz, ganz mieser Wurf. Da kommt er auf jeden Fall raus. Ah, doch nicht. Aber Glück gehabt. War aber auch nicht so ein hoher. Ne? So. So. Wir müssen gleich mal hier einen Kokun und ein Dings rausnehmen. Das machen wir gleich als erstes mal. So, Ratzwa, er Habitat. In großen Höhen fällt ihm das Fliegen schwer. Allerdings kann er pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. So, wir können mal hier reingehen. Und noch unser Team. So. Können wir hier runtergehen? Pass auf. Den hauen wir raus. Auch nicht im Team. Und Ratzfatz hau ich auch raus. Die will ich da nicht haben. Sind die eigentlich total ätzend, die Dinger. Und auch raus, so. Die reichen uns erstmal. Finden bestimmt noch welche. So. Hallöchen. Hast du mich gerade geschubst? Oh. So eine Camperin oder Picknickerin oder sowas, ne? Guck mal, was ist. Picknickerin Cornelia fordert dich heraus. Komm, Conny. Oh, der Nioran, weibliches. Die sind auf jeden Fall ganz gut anfällig für meinen Tackle, bin mir ganz sicher. Aber es hat natürlich auch mit meinem Level zu tun. Ich bin natürlich 5 Level drüber. Aber das mag er auf jeden Fall nicht. Kratzer, den mag ich auch nicht. Nur noch einen kriegst du ab. Ja, soll es gewesen sein mit dir. Zack. Oh. 38 Erfahrungspunkte und wir sind aufgestiegen. Level 13 sind wir jetzt. Super, Tim. Tim kann alles. Wie? Schon vorbei. Du gewinnst 140. Du hältst 2 Superbälle. So, also wir können mal kurz hier reingehen. Wenn ihr wollt. Ja. Wenn ihr wollt, sagt mir doch Bescheid, welchen Namen ich meinem Team geben soll oder wer ihr vielleicht sein wollt. Also alle meine Abonnenten, die Lust haben, namentlich hier aufzutreten in diesem Spiel, sind dazu herzlichst angehalten. Und ja, ich gebe euch dann coole Namen. Es sei denn, ihr wisst auch schon, welches Pokémon ihr sein wollt. Weil jetzt müsst ihr euch natürlich für die entscheiden, die bei mir im Team sind. Und dann kriegt ihr einfach fette Namen von mir. Beziehungsweise eure Namen.
Tim ist jetzt Zufall, den habe ich gewählt, aber es könnte auch jemand geben, der, keine Ahnung wie heißt, schreibe ich auf und dann kriegt ihr die Namen. So, noch ein Nidoran, der kriegt aber, das männliche, der kriegt aber auch einen vom Kopf. Schnabel, oh, Autschi. Das müsste auch, der kann auch einen kleinen Doppelkick bekommen. So. Einmal getroffen. Wurde besiegt. 38 Erfahrungspunkte. Er hält auch Erfahrungspunkte. Camper Marvin wurde besiegt. Haus hoch verloren. Du gewinnst Geld. Hier und zwei Superbälle. Superbälle sind auf jeden Fall sehr praktisch. Die brauchen wir definitiv nachher in der Höhle, glaube ich. Wir gehen jetzt mal weiter hier. Oh. Da will man sich vorbeischleichen, das klappt nicht, ne? Zack. Das war schon fast fabelhaft, oder? Nicht nur großartig, das war schon fast fabelhaft. So. Gut. Naja, haben mein Team wieder gepackt, ne? Das ist nicht mehr so blöde. Aber egal. Da liegt was. Lockparfüm. Kann man immer gebrauchen. Höher. Oh. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Ja, ist wirklich Mist. Aber die Brennnesseln sollten deine kleinste Sorge sein. Jetzt, Alexander, fordert dich hier raus. Also ich gebe zu, noch sind die Kämpfe überhaupt nicht anspruchsvoll. Das ist wirklich so. Aber das wird sich ändern. Ich sag's euch, das wird sich noch ändern. Also, macht euch gefasst. Eieiei. Ei, ei. Wir müssen noch bald mal heilen. Aber ich meine, wir kommen gleich noch zu so einem Medizincenter. Deswegen ist uns das erstmal ein bisschen egal. Oh, No Fenster ist aufgestiegen. Wäre ich heute nur daheim geblieben? Gewinn 120 Geld und 3 Pokbälle. Pokbälle. Ich muss sagen, mal Pokbälle, ne? Geht ja nicht um Pocken hier. Um ihn können wir auch noch mitkämpfen. Du bist ein Pokémon-Trainer, nicht wahr? Zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was du wirklich kannst. Leon will mich herausfordern. Na gut. Wärst du mal beim Käfersammeln geblieben? Okay, das ist natürlich scheiße. Also bevor er härtet, müssen wir ihn schon einen verpassen. So. Zack. Oh. Das Ganze hätte auch anders ausgehen können. Noch besser, meine ich. Oh nein. Mit anderen Pokémon hätte ich bestimmt gewonnen. Ihr bekommt 60 von mir. Und 3 Pokbälle. Pokbälle. Ich sag mal Pokbälle, ne? So, hier wollen wir schon rumlaufen. So, hier sind noch ein paar Tiere drin vielleicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Ball. Nehmen wir mit. Ein Beleber. Beleber können wir immer gut gebrauchen. Kosten auch ein bisschen mehr, deswegen gar nicht so schlecht. Was sagst du denn zu mir? Puh, ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle. Tja. So, pass auf. Genau, hier habe ich auch gedacht, hier war doch irgendwo so ein... Oh, da draußen war noch ein Ball. Den holen wir auch nicht. Wir heilen jetzt mal unsere Viecher. Los, heilt sie. Okay. Blink, blink, blinke, blink. Sehr gut. Das finde ich super bei diesem Spiel. Diesem Heilen, das ist auch nichts kostet. Das ist noch viel besser. Da bär ich euch bald wieder. So, wir holen uns mal den Pokeball, der hier links liegt noch. Oh, liegt mal ein schöner. Du findest ein Fluchtseil. Fluchtseil, so kann man auf jeden Fall aus Höhlen relativ schnell rauskommen. Auch nicht verkehrt. So, reden wir auch mal mit ihm hier. Sieht wichtig aus. Hallöchen, ich bin ein Trainercoach, steht zu Diensten. Möchtest du ein bisschen trainieren, bevor du... Ja, ich will kämpfen. Du bist bereit? Okay, los geht's. Bin sowas von bereit. Trainercoach Nemo fordert dich heraus. Oh, ein Mauzi hat er. Wie cool. Ah, Mauzi ist das Viech, was auch Team Rocco hat, ne? Ja, Team Rocket hat nicht im Rocco. So, okay. Ja, ganz langweilig, nur der Tackle, der reicht schon bei der Maus, glaube ich. Bei der Katze. Oh ja. Ja, komm, schleudere euch Geld. Das kann ich alles aufsammeln nach dem Kampf. Okay, so machen wir weiter. Vielleicht setzt ihr noch ein paar Mal Münzen ein, dann kriegen wir noch mehr Münzen nach dem Kampf.
Ja, es liegen über Münzen verstreut. Also ich, wenn es so ist, ich weiß nicht, aber früher war es doch so, dass man das dann aufsammeln konnte danach, ne? Los, finish him. Oh nein, Bouncy ist tot. 74 Erfahrungspunkte. Ihr erhalten alle. Jemand aufgestiegen? Trainer Coach wurde besiegt. Du wärst im Mondberg bestimmt in Sturm erobern. Du gewinnst 1300 Geld und 195 hebst du auf. Siehst du? Das war ein toller Kampf. Hier hast du ein kleines Dankeschön. Ich bekomme eine Technik und zwar Zahltag. Du verstaust das Item in der TM-Box. Das ist ein nützlicher Attacke, bei dem er mit Geld geworfen wird, das du später aufheben kannst. Ah, wenn wir irgendein Pokémon auf jeden Fall benutzen. So, was sagt er hier? Manche Pokémon lassen Trainer auf sich reiten. Ich habe einen langen Fußmarsch zum Mondberg in Kauf genommen, um hier einen Onyx zu fangen. Das mich auf seinen Rücken reiten lässt. Nie wieder Blasen an den Füßen. War ziemlich cool. Oh, ich bin über einen Kleinstein gestolpert, ein Gesteins-Pokémon. Achso. Gut, wir gehen mal hier rein. Ach, guck mal, da oben, da liegt ein Mauzi. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Was kann das bedeuten? Vielleicht ist Team Rocket hier drin. Man weiß es nicht. Wir gehen mal rein. Ah, okay. Oh, hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist etwas weiter dort hinten. Hey, du da, hast du uns etwa gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Der hat gepennt. Da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir hier unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub bloß nicht, dass wir sie Knirpsen wie dir überlassen. Ganz genau, wenn jemand diese staubigen alten Steine in Zasse verwandelt, dann wir. Weg sind sie. So. Guck mal. Oh, ein Zubat. Eine Fledermaus, die schnappen wir uns mal. Heißt die Zubat? Oder Zumbat? Ne, Zubat, ne? Ein wildes Zubat erscheint. Es ist riesig. Okay, ziele auf die Mitte des sich bewegenden Rings, um einen möglichst guten Wurf zu landen. Je kleiner der Ring. Ja, okay. Versuchen wir mal. So. Versuchen wir mal. Okay, das war ganz schlecht. Ein großer Ring. Ich glaube nicht, dass wir ihn fangen können dabei. Doch. Süße. Ein Zubat wurde gefangen. Yes. 23 Punkte erhalten, okay. Wo ist es wann? Ein Zubat wurde in den Pokédex eingetragen. Zubat stößt während des Flugs Ultraschallorte aus, um Hindernisse zu orten. Okay. So, gehen wir erstmal hier rum gucken, was hier noch so abgeht. Oh, hier ist wieder so ein Ball. Nimm mit. Du findest einen Trank. Ich verstaue ihn in der Medizintasche. Ah, danke. Oh, und gleich schon in so einen Kleinstein gerannt. Der taucht auch gerade auf, ne? Na gut. Aber immerhin getroffen. Yes. Kleinstein wurde gefangen. Zack, der kommt auch mit in unser Team, glaube ich. Sandwirbel. Ja, Sandwirbel ist ganz gar nicht so schlecht. Dafür nehmen wir den Routenschlagwerk. Ist ja fast das gleiche. Also. Zack. 1, 2 und schwupp. Und er lernt Sandwirbel. Yes! Das haben wir. Pikachu erreicht Level 9. Pikachu versucht Doppelkick zu lernen. So eine bekannte... Der Heuler kann weg. 1, 2, 3 und schwupps. Ah ja, Pikachu hat's vergessen und schwupps und wieder gelernt. So. Kleinstein. Er hält sich gerne in der Nähe von Gebirgspfaden auf, tritt man versehentlich auf eins. Wird es sehr wütend, deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Gut. Oh, hier! Ein Onyx! Ein wildes Onyx erscheint. Okay, dann müssen wir den Beutel haben, weil da brauchen wir auf jeden Fall einen super Pokéball. Aber sonst wird das nichts. Ah. Den gefangen haben, ich glaube nicht. Nee, noch einmal. Oh, Mist.
Haben wir noch ein paar? Oh. Komm, ich muss Dollar werfen. Ich muss Dollar werfen. Aber vielleicht werfen wir ihm was zu essen hin. Ich glaube das ja. Ah, okay. Pass auf. Haben wir noch was im Beutel hier? Willst du vielleicht eine Himbeere? Ich mag das ja. Naja. Alter, du musst richtig doll werfen, damit es da auch oben landet, ne? Okay, eilt. Den will ich haben. Okay, ist auch schlecht. Yes! So. Onyx wurde gefangen. Ich sehe ihn nur geil aus, ne? Wenn ich. Bam, bam, bam. Nur Fenster ist aufgestiegen. Zubat erreicht Level 6. Oh, guck mal hier. Ein Onyx wurde gefangen. Es gerät auf seiner Suche nach Futter und eher sich in lange Tunnel, in denen sich später Dicta einnisten. So, warte mal, bevor wir das machen, gehen wir ins Team. Dann können wir hier ein paar entfernen. Und zwar, wir entfernen auf jeden Fall den Zubat, die sind eng und nervig. Achso, warte. So. Zubat, 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 Zubat. Zack, 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 zack. Aber wir nehmen Onyx mit. So. Genau. Lassen wir mal hochleveln. Können wir auch später drauf reiten. Ist auch nicht schlecht. Hier oben war da noch jemand, ne? Genau. Oh! In der Höhle treiben sich echt komische Leute rum. Gehörst du zwar auch zu denen? Ja, ich bin ein Stalker. Ich stalke Pokémon. Benjamin, komm her, Benny. Oh, ein Schmetterling. Smetbo kommt. Du schaffst das. Oh, wenn wir die Standardattacke, ich weiß, aber die haut ja auch ganz gut rein. Komm, wir catchen die mit einem kleinen Fußtritt. Oh. Wer ist mal eine Raupe geblieben? So, wurde besiegt. 140 Erfahrungspunkte. Alle kriegen was. Du hast mich eiskalt erwischt. Du gewinnst 84 und 3 Pokbälle. Bitte. Danke. So, hier ist noch was. Nein. Superbälle. Geil. Hab doch gerade so viele verballert bei Onyx. Gar nicht so schlecht. Oh, was steht denn hier drauf? Hüte dich vor Zubats Attacke, Blutsauger. Ja, das machen wir. Guck mal, da ist wieder eine, die uns. Was willst du? Ich warte hier auf meine Freunde. Wir haben uns in der Höhle aus den Augen verloren. Und ich langweile mich, deswegen kämpfe ich jetzt gegen dich. Na super. Iris fordert dich heraus. Oh, die Pflanzen-Pokémon. Was bringt bei dem? Ah, oh, es geht, ne? Nicht sehr effektiv. Oh, er wickelt mich ein, die Sau. Ah. Ich muss schon was weg, ne? Das ist wirklich schade. Nein, ich wollte nicht Doppelkick machen. Ach, wenn man ab und zu drückt, man zu schnell, ne? Das war dumm. Das war sehr dumm. So gut. So. Oma und das Viech. So, wurde besiegt. So soll es sein. Ich habe verloren. Du gewinnst Geld. Bei Pockbälle. 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 Pock, 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 Pock. So. Oh, da ist ein Kleinstein. Oh, da ist wieder Team Rocket. Du bist schneller, als du aussiehst. Und weg ist sie. So, neue Treppe benutzen.
Ich umschiff die mal ganz kurz. Großartig. Mal gucken will. Und wie weit wir runterkommen. Wir sind Team Rocket. Die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und jagen jeden Angst ein. Oh, jetzt kommt Team Rocket. Rübel von Team Rocket fordert dich heraus. Das ist natürlich schade. Ich hätte mal lieber meinen Hoch machen sollen. Mein Viech, mein Tim. Gut, dass er jetzt hops geht. Und viel Leben hat er nicht mehr, aber wir versuchen uns auch mit einer fetten Attacke. Wir sind da ein paar Level höher. Oh, fast erwischt. Okay, ist ein Doppelkick. Wir müssen uns gleich heilen. So. Das ist sehr effektiv. Einmal getroffen. Wurde besiegt. 44 Erfahrungspunkte. Ich hab's vermasselt. Du gewinnst 225, 252. So, warte mal. Bevor wir irgendwas machen hier, müssen wir mal kurz hier reingehen. Denn wir müssen auf jeden Fall Timmy heilen. Timmy. So, wir haben auch noch. Aber was zu essen will ich, ist das einfacher. Steckungstaschen. Nein. Achso, nee. Bin ich auch irgendwas zum Futtern hier? Nein, auch nicht. Okay. Na gut, dann heilen wir ihn irgendwie so. So, und voll. Ja, fast voll. Das reicht auch. So. Hier sind ganz schön viele Viecher, aber das macht nichts. Gucken wir mal, wie die noch sind. Wildes Zubat, den holen wir uns. Naja, super. Kann man auch die normalen Bälle nehmen, ne? Immer so. Okay, warte. Komm. Aber echt schlechter Wurf. Vielleicht reicht's für die blöde Fledermaus. Nicht? Alter. Das ist schon nervig, ne? Verbraucht man echt viele Bälle bei. Ja, okay. Das reicht, ne? Wurde gefangen. Erfahrungspunkte, klar. So, wir müssen herausfinden, was Team Rocket hier machen will. Da oben liegt auf jeden Fall erstmal, was wir einsammeln können. Wo ist ein Sonderbonbon? Wer ist das kleine süße Ding hier? Kleiner süßer Käfer. Okay, die Zähne sind nicht so süß. Ein wildes Paras erscheint. Oh, fabelhafter Wurf. Vielleicht reicht es beim ersten Wurf. Yes. Paras wurde gefangen. So, alle aufgestiegen hier? Yo. 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 Kleinschein. Gut, nur Fensterlandsäure. Okay. Kleinschein. Onyx erreicht Level 7. Okay, was kann da? Es gräbt sich in den Boden, um Baumwurzeln Nährstoffe zu entziehen. Den Groß davon absorbieren jedoch die Pilze auf seinen Rücken. Okay. So, müssen wir zurück. Hier geht's nämlich nicht weiter. Das ist ja, dass jemand klopft und nicht dass jemand, der jemand die Leiter hochgeht, oder? Herein. Oder finde ich, hört sich so an. Ja, es wird klopfen und nicht wie jemand, der die Treppe hochgeht. Das ist natürlich schlecht gemacht. So. Gucken wir mal. Da ist der andere Team Rocket Heini. Ja, hör auf uns zu verfolgen! Komm, wir kämpfen mal mit ihr hier erstmal. Hallöchen. Wow, diese Höhle ist unerwartet groß. Angst habe ich nicht, ich möchte nur kämpfen. Ja, was möchtest du sonst? Jetzt. Miriam, oh.
Miriam. Mit diesem Namen macht man keine guten Erfahrungen. Es geht los, Tim. Du schaffst das. Oh. So, wollen wir Pipi mal fertig machen? Erstmal werden wir ein bisschen runtersetzen. So. Ah. Na gut, dann müssen wir doch... Nein, ach Mann. Aber sonst ist es mal zu schnell. Ich denke mal, ich habe noch eine Zeit, kommt noch eine Runde zum Auswählen und dann bin ich schon bei den Waffen. Das ist blöd. Also bei den Angriffen. Ja. Oh, jetzt müssen wir aber angreifen hier. So, pass auf. Das ist nicht so super effektiv. Aber auch, weil er mir die ganze Zeit alles runtersetzt. Oh, lass mal. Okay, es ist mal gar nicht effektiv. Scheiße Verteidigung, ey. Ich bin jetzt heule ein. So, dein Angriff sinkt auch. Oh ne, jetzt befehlt. Dann kriegst du noch einen Tackle von mir. Ich habe zwar nicht mehr so viel Kraft beim Tackle, aber... Nächste Runde bist du platt. Oh nein, nicht singen! Kein Problem, wir holen Pikachu raus. Noch ein bisschen, haltet euch, Pikachu. Oh, Donnerschock, was bringt. Yes! Wurm siegt. Ich hab verloren. Du gewinnst Geld. Und 3 Punktbälle. Ja, aber wir müssen irgendwie Tim wieder aufwecken. Komm nicht drum rum. Bitte immer noch. So, guck mal. Ich glaube, ich hab nichts für ihn, ne? Wecken? Nicht wirklich. Na gut. Ist denn so? Aber, macht doch nichts. Ich würde sagen, für heute machen wir auch Schluss. Und gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, tschüss.